Hier befinden wir uns am Fischmarkt in Aachen, nur einen Steinwurf vom Eingang des Doms entfernt. Und dort steht eines der ältesten Gebäude der Stadt, oder zumindest das, was davon übrig geblieben ist, das Grashaus. Rathaus 270 Meter steht da, aber damit ist das neuere Rathaus aus dem 14. Jahrhundert am Markt gemeint. Das ursprüngliche alte Rathaus ist nämlich tatsächlich dieses hier. Es wurde 1267 fertiggestellt und heißt wahrscheinlich so, weil sich dort wohl einmal die zentrale öffentliche Wiese, das Gras, befunden hat, auf dem allerlei öffentliche Veranstaltungen stattfanden. Die gotische Fassade zeigt die vermutlich älteste Darstellung der sieben Kurfürsten, die im Deutsch-Römischen Reich den König gewählt haben. Ursprünglich gab es hier einmal drei Torbögen und dass die beiden linken arg niedrig aussehen, liegt daran, dass die Straße im Laufe der Jahrhunderte immer höher wurde, insgesamt so circa ein Meter. Am Eingang steht aber nichts von Rathaus. Stadtarchiv heißt es da. Das hatte hier nämlich bis ins Jahr 2012 seinen Sitz und daneben war auch gleich die Stadtbibliothek, die allerdings schon vor dem Zweiten Weltkrieg hier ausgezogen ist, weil es ihr zu eng wurde. All das, was wir hier sehen, ist aber Architektur aus dem 19. Jahrhundert. Tatsächlich war das Grashaus nämlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in ruinösem Zustand. Zuletzt wurde es hauptsächlich als Gefängnis benutzt und eigentlich hatte die Stadt es abreißen wollen. Die Aachener Bürger waren aber durchaus stolz auf ihr erstes und uraltes Rathaus und haben die Renovierung des Gebäudes durchsetzen können, wobei dann einige Steine von hinten nach vorne gewandert sind, um wenigstens die Fassade wiederherzustellen. Das Hintergebäude war einmal wesentlich größer. Das Treppenhaus auf der rechten Seite stellt die Mitte dar, bis im Zweiten Weltkrieg der rechte Flügel zerstört wurde. Da es nun Tag des offenen Denkmals heißt, wollen wir aber heute einmal einen Blick hineinwerfen, und zwar dort, wo man normalerweise nicht hinkommt. Das Grashaus ist ja kein Museum, in das man immer mal reinschauen kann. Herr Andreas Duisbohl, der eigentlich das Internationale Zeitungsmuseum leitet, nimmt mich mit, denn er ist auch für das Grashaus zuständig und das aus gutem Grund. Hier im Untergeschoss lagern nämlich große Bestände der Sammlung des Zeitungsmuseums. Und da ich inzwischen schon etwas die Orientierung verloren habe zwischen all den Ausgaben der New York Times und was hier alles lagert, weist Herr Duisbohl mich darauf hin, dass wir uns hier gar nicht mehr unterhalb des Gebäudes befinden, das wir gerade gesehen haben, sondern unter der nebenanliegenden Schule am Fischmarkt. So ist das an einigen Stellen in Aachens alten Gebäuden. Die Keller gehören nicht immer zu den Gebäuden, die oben drüber stehen. Fand ich kurios. Nur ein Teil der Kellerräume ist aber für die Lagerung von Dokumenten geeignet. Die vorderen Kellerräume, die wirklich unter dem Grashaus liegen, sind deutlich unangenehmer, man merkt das gleich. Hier haben sich früher einmal die Verliese befunden, als das Gebäude noch als Gefängnis genutzt wurde. Die Ende des 18. Jahrhunderts einmarschierten Franzosen unter Napoleon fanden die Zustände in diesem Gefängnis so abscheulich, dass sie das gleich mal außer Dienst gestellt haben. Heute erfüllt das Grashaus verschiedene Funktionen. Es ist Sitz der Karlspreis-Stiftung, des Informationsbüros Europe Direct und dient außerdem als Lernort für Schulklassen, die in Workshops etwas über Europa erfahren wollen. Dazu wurde der ehemalige Lesesaal der Bibliothek entsprechend umgestaltet und auch der historische Urkundensaal mit seinem alten Mobiliar vom Ende des 19. Jahrhunderts behutsam mit moderner Medientechnik ausgestattet.
All das kriegt man auch in Führungen zu sehen, die man durch das Grashaus buchen kann. Was man dort nicht sieht, sind die kleinen Eigentümlichkeiten, auf die mich Herr Duisbol hinweist. Wie zum Beispiel den elegant versteckten Zugang zum alten Dachstuhl. Den möchte ich natürlich auch nochmal sehen und wenigstens einmal aus dem Fenster schauen.